Der siderische Mondkalender von Susanne Seemann mit dem tatsächlichen Mondstand am 24.04.2024. Warum der siderische Mondkalender? Der Mondkalender von Susanne Seemann basiert auf dem siderischen Mondlauf, der die tatsächlichen Positionen der Himmelskörper verwendet. Nur durch den siderischen Mondlauf kann die wahre Energie des Kosmos integriert werden. Im Gegensatz dazu arbeiten tropische Mondkalender mit einem fiktiven Himmel und können daher nicht die volle Kraft des Mondes erfassen, wie sie sich in der Natur zeigt, zum Beispiel mit Ebbe und Flut. Mond in der Waage, Harmonie und Ausgleich. Heute befindet sich der Mond im liebenswürdigen Zeichen der Waage, was eine Zeit der Harmonie, des Ausgleichs und der Diplomatie signalisiert. Unter dem Einfluss der Waage streben wir nach Frieden und Schönheit in unseren Beziehungen und Umgebungen. Wir sind bereit, Kompromisse einzugehen und Konflikte friedlich zu lösen, um eine ausgewogene und gerechte Atmosphäre zu schaffen. Heute steht das Mondhaus Vishakha im Mittelpunkt und lädt uns ein, uns auf das Streben nach Erfolg und persönlichem Wachstum zu konzentrieren. Unter dem Einfluss von Vishakha fühlen wir einen starken inneren Antrieb, unsere Ziele zu erreichen und unser volles Potenzial zu entfalten. Es ist eine Zeit, um hart zu arbeiten, Hindernisse zu überwinden und unseren Erfolg mit Entschlossenheit anzustreben. Gemäß der Überlieferung können heute bestimmte Aufgaben im Haushalt besonders erfolgreich erledigt werden, während andere besser vermieden werden sollten. Unter dem Einfluss von Vishakha können Tätigkeiten, die mit dem Streben nach Erfolg verbunden sind, erfolgreich abgeschlossen werden. Es könnte eine gute Zeit sein, um sich um berufliche oder finanzielle Angelegenheiten zu kümmern oder um Ihr Zuhause zu organisieren, um einen klaren Fokus zu schaffen. Vermeiden Sie jedoch übermäßigen Ehrgeiz und erlauben Sie sich in Ihrem Streben ausgewogen zu sein. Möchtest du endlich dein wahres Horoskop mit den tatsächlichen Positionen von Sonne, Aszendent und Mond und allen anderen für dich wichtigen Himmelstrabanten erfahren? Willst du heraus aus der Matrix, die dein Leben behindert, und nur noch deiner wahren Bestimmung folgen? Dann kontaktiere doch jetzt Susanne Seemann und erleuchte mit ihr deine Welt.